Hey ho, willkommen zurück zu 7 Days. Heute werden wir mal eine Runde rumbasteln hier. Habe gerade schon mal angefangen. Aber nur um zu gucken, wie lange das dauert, der Spaß. Und ich habe mal hier schon mal die Lücke gemacht. Hier würde ich gerne das Propellerchen hinballern. Klatschen wir da auch direkt hin. Das heißt, zwei haben wir jetzt noch. Ich würde sagen, wir machen auch einfach direkt die ersten drei, also von oben praktisch gesehen, die ersten drei Etagen. Wenn wir das Moped hinhauen, ne? Ich denke, das wird ganz gut passen, wenn das hier noch ein bisschen säbelt. Und ich denke, hier oben könnten wir vielleicht hier noch so ein Shotgun-Ding hinstellen. Ich würde sagen, ja, die tun wir hier oben hin. Machen wir das scheiß Geländer hier weg. Zehn und Tausende. Ich habe schon mal angefangen hier, ich habe schon mal eine Treppe mal probehalber hier weggehauen. Also es dauert nicht mehr allzu lange. Ich werde nur jetzt ja, ein bisschen leiser machen hier. Mal ein bisschen runter. Dann holzen wir mal die Treppe hier auch schon mal weg. Das geht eigentlich relativ fix, hätte ich gar nicht so gedacht. Den Bohrmoped hier und das ohne, dass ich da irgendwelche Aufsätze habe oder so. Ich hätte gerne einen Tank. Stelle ich nämlich immer wieder fest. Was ist das? Da ist noch so ein Ding dran, okay. Deswegen haben die Treppen auch immer gehalten. Weil der ist ziemlich schnell leer hier. Aber ansonsten muss ich sagen, ich hab's gedacht, das dauert länger, der Spaß hier. Aber das gefällt mir schon gut mit dem Klingenmoped da. Und nur schauen hinterher, wie das mit der Verkabelung funktioniert. Ja. Erstmal machen wir hier die Treppen weg. Kann man sich immer noch damit beschäftigen, mit dem Rotz. Ich will eigentlich nächste Blutmond will ich schon hier sein. Das ist das Ziel, deswegen müssen wir ein bisschen Gas geben. Da, wer stottert das ab? Also haben wir schon mal die erste Treppe weg. Das heißt, die kriegen hier in die Beine gewichst. Und dann fallen sie hier runter auf meine. Und ich habe insgesamt. Ich meine, ich könnte noch welche bauen, wenn ich die Teile noch habe. Ja, aber das müssen wir hier weghauen. Warte mal, der haut doch auch das um, ne? Aber ja, schau mal, ich glaube, das geht, ne? Und das sind die Shotgun, oder? Ja, doch. Stellen wir so. Dass er die nochmal mitnimmt, wenn die hier hochkommt. Wir könnten dann hier hinter sein, praktisch. Ja, doch, das gefällt mir. Zu hier. Hier ist schon eng genug, ey. Nicht, dass ich hier wieder runterfliege und wieder die 5 Stunden das Bein hin habe. Genau, und hier wollte ich so auflassen, weil da kommt dann so ein Geschütz hin. Genau so war der Plan, ja. Das heißt, hier machen wir auf der Seite hier weg, ne? Na, warte mal, wenn die hier so hoch marschieren. Oder sollen die besser hier hoch marschieren? Egal, dann müssen sie hier noch die Schleife laufen. Na, wir machen hier weg auch. Und das späte Geländer ist weg, das ist schon in Ordnung so. Ich glaube, das ist schon. Jetzt ist nur die Frage,
Das werden wir sehen. Ich bin mal gespannt, ob der Rotz hier gleich runterfällt. Das sieht doch gut aus. Könnte man die Stufe da auch noch wegnehmen? Egal, da gucken wir später. Jetzt nehmen wir erstmal die Treppen hier weg. Es geht doch ewig. Ich hatte schon Angst, dass das ewig dauert. Nö, den Kackball. Ist der Kackbalken dann auch hier? Weil sie würden ja springen, ne? Das ist vielleicht... Weißt du was, wir werden das einfach testen hier auf den. Ich lasse mal hier den Kackbalken. Und nehme die Treppe hier komplett weg. Ich will mir ja eh noch so eine Art Fluchttunnel machen. Dann benutze ich hinter das Treppenhaus gar nicht mehr, weil dann muss ich hier nämlich auch hüpfen wie so ein Horst. Und ich lande dann wieder da unten. Aber das ist vielleicht gar nicht mal übel. Ist halt die Frage... Ob denn das reicht, ne? Warte mal, stell mich mal hier hin. Ja, eigentlich schon. Das heißt, die Trottel hüpfen hier. Ey, das würde ich echt gerne mal ausprobieren. Das könnte vielleicht sogar echt, das könnte sogar witzig sein. Wenn der durchgehend ist, ich will jetzt die Treppe noch nicht wegnehmen, solange ich hier hoch und runter muss. Das können wir immer noch machen, aber das könnte gar nicht mal schlecht sein, ne? Ich meine, so einen Klotz können wir hinter immer noch setzen. Dann mache ich die Treppe hier erstmal gar nicht. Die lasse ich noch aus dieser Presspappe hier. Ja, dann kann ich das zur Not hinterher nochmal ändern. Schneller halt, als wenn ich das jetzt auch noch hier in Beton mache, ne? Weil wenn die dann da blöd hüpfen müssen, ist natürlich, wir brauchen Verzögerung, ne? Sonst rasen die hier im Hausflur hoch wie die Bekloppten. Und das will ich eigentlich vermeiden. So, warte mal. 7, 8, okay, hier ist das. Dann können wir hier eigentlich auch schon aufmachen. Machen wir wieder, mache ich wieder die drei hier weg. Ach, er hat schon wieder kein Benzin, ne? Ich denke, das ist nicht schlecht. Mit dem Balken auf die Idee, siehst du? Da wäre ich jetzt selber gar nicht gekommen. Dann zwingt man die doch wieder zum Hüpfen. Ich glaube, das ist echt nicht schlecht. Einziges Problem, ich muss schauen, ob ich Munition machen kann, weil wir werden eine Menge Munition brauchen. Für den Spaß. So, noch ein, drei. Was ist denn dahinter? Werden wir immer schon. Ach ja, da ist dieses Scheißbild. Das werde ich sowieso zumauern, das heißt, die sollen da sowieso nicht hin. Das ist halt so eine Sache, ne? In den einen Etagen spawnen die ja bestimmt noch. Über kurz oder lang. Ah, den hier. Klatschen wir da gleich hin, dann haben wir noch einen. Bin dir schön in die Beine gehauen, das ist nicht schlecht. So, und dann klatschen wir hier auch gleich weg. Zur Not vielleicht von der anderen Seite noch die Löcher, die da entstanden sind, zumachen, das können wir auch noch machen. So einen Rahmen da drum bauen.
Können wegbetonieren, vielleicht sogar mit Stahl. Ich muss gucken, wie viel ich noch habe. Dass die gar keinen Bock haben, da irgendwas zu machen. Das Dumme ist mit dem Spawn noch, ne? Das regt mich ein bisschen auf. Dass der Gebietstein so weit nicht geht. Weil wenn die Idioten da von hinten noch Randale machen, wenn die da spawnen, oder? Muss ich mir noch was überlegen. Irgendwas muss mir dann noch einfallen, wenn das machen. So, warte mal, dann können wir jetzt hier den letzten noch hinhauen. Dann haben wir die alle schon mal hingeknattert. Und hier nehmen wir den wieder weg. Die Seite. Fällt dann der Scheiß hier runter? Bin ja gespannt. Auch, aber auch immer, ne? Na? Neues Held, sehr gut. Sehr gut. Hier ist wieder der Scheißbalken, ne? Ja, da ist der Scheißbalken. Und das Gelände auf jeden Fall weg, weil die sollen ja hier aufs Maul fliegen. Hier ist nichts mit Sicherheit. So, was war hier schon? Wo sind wir hier? Ah, hier ist der Scheiß. Hier ist noch grün. Hier ist noch grün, okay. Ja. Haben wir auch hier weg, ja. Oder? Ja, wir hauen auch hier weg. Wir könnten. Ja doch, wir haben hier weg. In Ordnung, so glaube ich. Aber wir lassen auch hier. Na, warte mal, jetzt habe ich. Ja, doch, ich wollte das so. In Ordnung. Ach komm. Die Geländer müssen eh definitiv weg. Damit der ganze Spaß richtig schön funktioniert. So, da haben wir schon die Kackbolzen. Halt echt die Frage, aber eigentlich müssten die das anerkennen, ne? Es müsste für die ein Weg sein, wenn nur die Balken da lassen. Ich denke schon. Ja, wir werden es sehen. Wir können es nur ausprobieren, ne? Wir werden ja noch Besuch bekommen. Hier muss man, wenn ich dann locken will, welche hier rein. Spätestens bei dem Lärm, den ich hier mache, wird sowieso gleich mal irgendwo einer auftauchen. Ah, wir sind schon hier. Auf der Etage. Okay. Geht fixer als ich dachte. Ich hoffe nur, ich habe die Motoren mitgenommen, ne? Muss ich unbedingt nochmal schauen. Weil die Fahrt hier hin und her, die ist ja echt für den Arsch. Jö. Aber ich werde so oder so noch einmal zurückfahren. Ich muss diese Hammer-Mopeds da holen.
von unserem Laufsteg. Weil wenn wir jetzt, wenn das funktioniert hier mit den Blöcken nämlich, das wäre so nice, ne, dann könnten die Hämmer, dann positionieren wir die einfach hier irgendwie, dass die auch nochmal runterwichsen. Alles was verzögert, umso besser ist das. Je länger die brauchen hier in dem Treppenhäuschen, umso besser. Zeit schinden halt einfach. Na, ich glaube schon, dass das funktioniert. Bin wieder leer. Oh, der ist auch gleich im Arsch. Ich habe die Reparaturdinger dabei. Kann ich jetzt reintappen? Na, kann ich nicht. 12. Haben wir dabei. Essen saufen? Passt. Sehr gut, sehr gut. Ach schau, hier haben wir schon gar nichts mehr, ne? So, wo, auf welchem Stock sind wir jetzt hier? 3. Das heißt, hier ist das hier, gell? Hier sollen die ja gar nicht mehr hin. Aber hier können die auch noch spawnen, ne? Ich höre da was. Ist es so leise jetzt? Irgendwo ist schon wieder einer am Rumkloppen. Egal. Der soll mal kloppen. Warte mal, das heißt, da kommt der hier hoch. Machen wir hier. Hoffentlich kommt er jetzt noch nicht. Jetzt nehmen wir Zeit. Weil hier werden wir das jetzt nämlich gleich mal ausprobieren. Nee, falle ich dann selber auch nicht tief. Das ist schon in Ordnung. Das heißt, wir kloppen den weg. Den hier. Komm, mach Gas hier. Der, der da unten Action macht, der soll hier hochhüpfen. Ich will das sehen, ob das funktioniert. Und komm. Das ist der Balken, ne? Das ist ein ganzer Balken. Da würde ich jetzt mal immer den erstmal stehen lassen zu Testzwecken. Aber ich hätte gerne einen kleineren Balken natürlich. Ich will nur mal sehen, ob die da sich hochzwingen müssen. Das Einzige, was ich da wissen will. Gar nichts jetzt, ne? Kann ich hören, ob da einer ist oder nicht. Komm, komm. Müssen wir uns beeilen hier. Oh, jetzt ist es soweit. Ist aber auch ein ekelhaftes Geräusch, ey. So, das hier wird jetzt gleich der Testlauf hier. Kann man das schon mal angucken. Hoffentlich komme ich da hoch und fall nicht gleich wieder runter. Ja, dann nehmen wir dann halt irgendwelche Balken, so halbe Balken nur. Aber jetzt erstmal hier, komm mal einer. Wo ist denn hier einer?
Warte mal, ich nehme mal lieber hier nachher in der Hand. Wer weiß, wer hier alles rumturnt. Aha, warte mal. Wenn wir erstmal hier die Audio hoch machen. Da ist schon einer. Komm hier. Ja, ja, ich weiß. Komm, komm. Kommt das scheiß Vieh oder nicht? Das ist so scheiße hier, ne? Ich falle da gleich wieder runter, ich sehe das schon. Ah, kommt nicht. Ah, da ist er ja. Ja, komm, Fetti. Komm. Nein, ich sag's ja, ich falle da gleich runter. Ja. Ja, 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 ja. Das ist genau das, was ich wollte. Jawohl, ihr müsst springen. Danke, Mr. Testsubjekt. Was ist mit dir? Bah, ist der hässlich. Ja, das gefällt mir. Das ist ja hervorragend. Das heißt, wir werden da nur halbe Balken hinmachen. Kommt noch einer, glaube ich. Oder ist der schon hier drin? Na draußen. Alter, verschwind doch mal, wie hässlich das Schwein ist, ne? Ja, endlich. Na, die wächst draußen wieder gegen. Warte mal, die holen wir aber rein hier. Wo ist denn die Mutti? Guck mal, die haben schon wieder hier gegengehauen. Ich hab das doch erst... Oh, nein. Ah, die kann ich nicht ziehen. Die hätte mich erwischt. Sag mal, was hast du denn dabei gehabt? Gib alles her. Und hört doch mal auf, hier draußen alles kaputt zu machen, ey. Ey, das ist hervorragend mit dem Balken, das gefällt mir. Das heißt, wir können die wieder schön langsam da hoch bewegen lassen. Mit ihrer blöden Springerei. Das finde ich richtig, richtig gut. Guck mal, die haben hier auch schon wieder gegengewichst, ey. Na? Mal eben ein Tausender runtergekloppt, ne? An die blöden Fenster gehen sie nicht. Ja, sehr gut. Guck mal, kann man hier überhaupt runterfallen? Na, ich nicht. Ja, doch. Ja, wenn ich hier noch einen wegnehme, dann sehen die das wieder nicht als Weg. Nee, nee, das lassen wir schon so. Ist schon in Ordnung. Ey, das gefällt mir gut. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Das heißt, wir werden die Treppe hier komplett wegmachen. Und dann da die Pimmels ransetzen. Und dann müssen sie schön hüpfen hier. Puh, das ist echt... Und hier kommt erst die erste Klingenfalle. Die dann nochmal schön die Beinchen wegholzt. Das finde ich ist eh eine gute Sache. Und vielleicht hier oben drüber die Shotguns legen. Wäre vielleicht gar nicht so blöd. Weil auch wegen dem Stromkreis, den wir da machen müssen, hätten wir alles auf einer Ebene praktisch. Alles nur hier runter. Ist halt leichter mit dem Verlegen, ne? Außerdem, den lasse ich hier. Und vielleicht noch einen dann da. Oh mein Gott, da muss ich noch ein paar basteln, ne? Und dann praktisch hier vielleicht durch. Und das auf jeder Etage. Und dass das da so praktisch der Notausgang ist. Da sind wir weit genug weg vom Treppenhaus, ne? Ja. Leider gibt's hier keinen Fallschirm oder so, ne? Das wäre geil, wenn wir einen Fallschirm hätten, einfach runtersegeln hier. Aber gibt's leider nicht. Naja. Na gut, ich würde sagen... Basteln wir mal in der nächsten Runde weiter. Funktionieren wird der Kram.
Ich sage danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Da ist es hoch. Ciao, ciao.